Willkommen zurück zu Fallout 4, dem Spiel mit dem Hauptmenü. Im mehr oder weniger Endkampf mit gegen die Mechanisten. Zumindest sieht es so aus. Ach, da sind die Tesla-Spuren. Aha. Ich hatte nicht gerade noch davon geredet, dass er Strommangel hat. Jetzt verwendet er auf einmal lustige Tesla. Wir verschießen auf jeden mit. Hup. Aua, aua. Bringen Sie rein, Spatz. Das ist der komische Drumballerbot da unten, der scheint zu nerven. Nee. Das war der Roboter, der mir gerade so zugesetzt hat? Okay. Nee, da unten ist auch noch einer. Leite die Treibstofftanks um. Abwurf auf mein Kommando. Ich glaube, ich stehe hier oben ganz sicher eigentlich, außer dass es ein bisschen ruckelt. Okay, ihm geht anscheinend der Saft aus. Warnung. Kritischer Stromausfall steht bevor. Verdammt, Spax. Gib alles, was du hast. Ach, das ist ja Marvin. Hupsala. Pass auf, wo du hintrittst. Schön, dass man das halbe Magazin auf Marvin leert. Das ist nicht Marvin. Ich hätte Marvin vorher irgendwie umbauen sollen, dass ich Marvin besser erkenne. Was hat er denn hier noch? Mehr Treibstoff, Hans. Los! Was? Also wie seine Roboter werden nicht unbedingt besser. Komm schon. Schön, wie Marvin übrigens immer noch lebt. Also seine Roboter werden nicht besser, die er mir hier entgegenwirft. Also ich glaube, diese Müllbots heißen tatsächlich Müllbots, weil sie aus Müll sind. Hier. So, kommt hier noch was? Ah, er ist schon weg. Dann habe ich ja mal Zeit, ein paar Roboter zu plündern. Weil das sind doch alles Magnetschlösser, die ganzen Türen hier, oder? Was schießt denn hier noch mehr? Ach, da hinten ist noch ein Müllbot. Gott. Oh, Licht aus. Tja, schade. Aha. Dann den Notfallstrom. Bestätiges Piepsen. Tja, möchte mir noch was sagen? Das ist doch nicht vorüber, Bösewicht. Ich werde erst ruhen, wenn das Commonwealth dich los ist. Das ist ja, sehr nett. Was hören wir zu? Ach, siehst du, ich könnte jetzt überzeugen. Ich versuch's mal. Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Und wozu? Damit du mich vernichten kannst wie meine Verbündeten? Und du meinst wirklich, dass ich meine sichere Kommandozentrale verlasse? Möchtest du denn nicht die Wahrheit wissen? Die Zerstörung, die du verursacht hast, ist Wahrheit genug. Was? Schau mir in die Augen, das bringt was? Nun, wie können wir beide wissen, wer aufrichtig ist, ohne einander in die Augen zu sehen? Das Risiko darfst du nicht eingehen. Du hast recht. Die Wahrheit muss ans Tageslicht kommen. Komm her, Spax. Jetzt bin ich ja gespannt. Erst nachdem ich alle Roboter geplündert habe und vor allem meine Rüstung wieder angelegt habe. Hallo, hey. Marvin. Wie kann ich... Du kannst mir in dem helfen, indem du meinen ganzen Schrott erstmal abnimmst. Und mir vor allen Dingen... Also, ist ein Addiktor, muss ich da auch noch rein. Ich habe gar nicht so viel Schrott bei. Das geht ja nicht direkt noch. Ah, WhatsApp. Ah, die wiegen alle nichts, oder? Na doch. Altens. Jetzt könnte ich wahrscheinlich Marvin ganz gut umbauen, aber jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr umbauen. Also soll mir trotzdem mal lieber meine Rüstung geben, die könnte ich eventuell brauchen. Ich glaube, die Silversword-Geschichte hat sich schon erledigt, oder? 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 Aha. Ach, redet tatsächlich mit mir, das ist ja schön. Kommt einfach so runter? Das ist ja... Das macht's ja einfach. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Warte mal. Ich habe mir sagen lassen, man kann zu jeder Zeit Dialoge abbrechen und einfach schnell Sachen anziehen, die ein Charisma-Plus bringen. Moment, Schmerz mit der Perücke. Hat die noch einen Hut, der sowas macht? Wer bist du?
Meinst du nicht, dass du langsam deine Maske ablegen solltest? Du hast recht. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war so klar. Ich bin Isabel Cruz. Der Mechanist war für mich nur eine einfache Möglichkeit, dem Commonwealth zu helfen. Aber trotz all meines technischen Wissens, all meiner Ressourcen, bin ich dennoch gescheitert. Wie soll das Commonwealth nur Hoffnung haben, wenn es Menschen wie dich gibt? Hey, ich bin nicht der Feind. Ich versuche, das Commonwealth gegen deine Roboter zu beschützen. Das kann nicht sein. Erklär mir, was du meinst. Du hast Mist gebaut. Eins deiner Robohirne hat ausgepackt. Die glauben, dass sie Menschen retten, indem sie sie töten. Sie retten sie, indem sie sie töten? Nein, das... Die Logik. Sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirnen lag, an einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht. Die oberste Direktive war fehlerhaft. Jeweils, Die Robohirne brauchen eine Erinnerungslöschung? Ja. Das menschliche Gehirn neigt dazu, sich neu zu justieren. Wenn es nicht korrekt gewartet wird, kann es zu Defekten kommen. Das ist moralisch aber nicht so vertretbar. Ist das überhaupt moralisch vertretbar? Nicht nur, dass du menschliche Gehirne verwendest, du löschst sie auch noch? Warum eine Ressource vergeuden, für die jemand gestorben ist? Eine schräge Einstellung, aber das gibt diesem Leben einen Sinn. Möglicherweise sind sie nach mehr als 200 Jahren Konservierung anfälliger für Defekte. Untertreibung in der Tat. Hört sich an, als würde man bei diesen Dingern ständig mit dem Feuer spielen. Rückblickend verstehe ich die Kontroverse. Aber das war bahnbrechende Wissenschaft. Ein gewaltiger Fortschritt für die Robotik. Ja? Kommt noch was? Okay, wir schweigen einfach, das ist auch nicht schlecht. Achso, das war... Das ist der Dialog. Hervorragend. Na gut, anscheinend kommen wir... Psycho Buff wirkt nicht mehr, das ist ja schön, aber ansonsten... Ich kann einfach gar nichts mehr sagen, das ist das... Ja, also so ist es natürlich schwierig, so einen Dialog weiterzuführen, ne, wenn das einfach steht, das Spiel. Wir sind hier noch nicht fertig, oder? Ja, aber ich kann mit dir nicht reden. Hallo. Jetzt verstehe ich. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Tja, aber... Raus damit. Warum die Maske? Was hat es mit dem Mechanist auf sich? Ich bin nicht gut mit Leuten. Der Mechanist war eine Möglichkeit, da draußen tätig zu sein, ohne wirklich draußen auftreten zu müssen. Aber du lässt mich gerade ganz schön zappeln. Ich kann das alles ändern. Ich brauche nur eine Chance. Dein Plan ging nach hinten los. Wenn du die Wahrheit sagst, dann war das ein sehr kostspieliger Fehler. Es ist die Wahrheit. Alles, was ich wollte, war, das Commonwealth sicherer zu machen. Ich wuchs in einer Siedlung auf. Ich habe viele gute Leute gegen Raider und Supermutanten kämpfen und verlieren sehen. Ich wollte nie einer von denen sein. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Nachdem wir beinahe 1000 Mal erschossen wurden, hervorragend. Wird das hier jetzt zur Siedlung? Ich könnte Marvin nochmal umbauen. Hey. Ja, sehen wir uns mal an, was sie so haben. Gib mir doch mal bitte mal eben alle Mods, die du hast. Wir bauen mal eben Marvin um. Verdammt, ich muss eigentlich nicht alle mitnehmen, ne? Doch. Zum Glück wiegen die ganzen Mods nicht. Dafür, dass das teilweise riesengroße Arme sind und generell überhaupt ein Zeug. So, Marvin. So. Kopf. Immer noch keine Kopfrüstung, die ich einbauen kann. Das ist ja ein Elend. Aber ich habe trotzdem jetzt diesmal weniger Zeug gefunden als beim letzten Mal. Weil zum Beispiel letztes Mal hatte ich ja diese lustige Aktuata-Rüstung. Ich kann immer noch nichts einbauen. Kann ja sein, dass ich für Protektrons einfach nichts gefunden habe an Klamotten. Doch, ein Aktuatorgestell. Immerhin. Das war's dann auch schon. Nö. Boah. Doch, die Aktuator-Dinger kann ich jetzt bauen, aber so. Das dürfte interessant werden, was sie wohl als nächstes bauen.
Tja, das weiß ich auch nicht, Marvin. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht irgendwas gegen deine Depression, das könnte echt helfen. Hä. Na gut, das war jetzt relativ unklimatisch vom Ende her, oder? Das war eigentlich so klar, dass es genauso endet. Das ist eine Frau, habe ich mir übrigens auch schon fast gedacht. Das war irgendwie so. So. Ach so, deswegen stand hier vorhin noch so ein Motor. Wahrscheinlich wäre das gleich als Siedlung zählt, ne? Nerg. Kann man mit Sparks reden? Nein. Warum hat man denn bitte schon einen Robo hören, was Eingaben macht an den Computer? Das ist ja richtig düsselig. Hier befinden sich einige recht beeindruckende Geräte. Da könnte man doch die Robo hören direkt in das Dings einbinden, oder nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, was der Zentralrechner hier macht. Vor allem, wo hat sie das Passwort denn nicht her? Denkt man an Speichern? Speichern, von mir aus, so. Ich habe im Kampf dreimal gequicksaved. Sicherheitsalarm Epsilon 6 aktiviert. Sicherheitsalarm aufheben, ob das so die beste Idee ist. Scanner feindliche Ziele, Ziele entdeckt. Schalte feindliche Ziele aus. Bitte warten. Zug Scanner feindliche Ziele, keine Ziele entdeckt. Scanner Systemflash. Gib dich erst für auf. Aha. Okay. Diese Änderung steht in ihrer Kontrolle. Administrator, das ist ja schön. So, Fertigungsbandsteuerung. Geht ja ein Wort von Robke. Fertigungssteuern, halt bitte sich. Sicherheitstürsteuerung. Nee, das ist. Fehler am Relais. Max und Sie können nicht gestartet werden, bis wir dann jetzt bekommen. Ja, Wartungsdienst, ja, toll. Dich ja. Und davon mussten so viele Leute sterben, nur um diese Gehirne zu benutzen? Vor allem haben die für die ganze Rechnertechnologie hier Gehirne? Gehirne, Gehirne, Gehirne! Igor, hol die Gehirne! Und sie hat komplett ihre Rüstung abgelegt, genau. So, dann hat sie mal ein paar Takte hier. Hallo. Hey, noch eine Sache. Wenn du einen Moment Zeit hast. Was gibt's? Eine Sache noch schnell. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Aha. Kann der was? Er wiegt auf jeden Fall 20 Kilo. Und ist 2000 wert. Du willst das wirklich nicht mehr? Nein. Es ist ein Teil der Vergangenheit, den ich vergessen möchte. Ich muss nach vorne schauen. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Das klingt so nach Ernsthaft-Quest. Endlos-Quest, nicht Ernsthaft-Quest. Im Ernst? Wie viele Roboter sind da draußen? Schon ein paar. Das Commonwealth ist nicht gerade klein, also sind es auf jeden Fall eine Menge. Eigentlich will ich ein paar Sachen mit dir tauschen. Oh, okay. Dann vielleicht später? Hier ist, was ich so habe. Was hat sie denn? Sie hat auf jeden Fall Kleber bei, jawohl. Nee, Säure, nicht Glasfaser ist da drin. Warum habe ich ja nicht Glasfaser markiert, aber kein Kleber? Das war natürlich sehr erfolgreich für mir. Fusionszönung, kannst du mal. Ach so, ich handle mit ihr. Nee, ich möchte mit ihr nicht handeln. Ich denke, tauschen, nicht handeln. Was sind die Stahlschrauben? Summklinge? Sie hat auf jeden Fall relativ viel im Angebot. Ein Telefon. Ist ja schön. Zementsack. Hast du noch was zu sagen? Hast du noch weitere deiner Roboter geortet, Isabel? Orten? Ja. Das könnte ich für dich machen. Meinst du, dass da draußen noch mehr von denen sind? Nun, schwer zu sagen. Ich habe nicht Buch geführt darüber, wie viel ich während meiner Mechanist-Phase entsandt habe. Warte mal kurz. Grundgütiger, ich orte mehrere Bots. Sei vorsichtig, ja? Grundgütiger? Wer sagt denn bitte sowas? Mehr hat sie nicht zu sagen? Abtrünniger Roboter. Hey. Falls ich es noch nicht oft genug gesagt habe, mir tut das alles wirklich sehr leid. Ich müsste eigentlich mal Ada angefangen, ja, das, aber ich habe trotzdem mal ein paar Fragen. Wie hat das alles angefangen? Der Anzug, die Roboter. Was war der Auslöser? Das kannst du nicht verstehen. Was? Jetzt erklär mal, Max, dass mich herkommt. Versuch's doch mal. Ich kann ziemlich verständnisvoll sein. Das sagt sich so leicht. Ich hatte als Kind nie besonders viele Freunde. Eigentlich gab es immer nur Roboter. Sparks war meine erste Schöpfung. Mein erster echter Freund. Ursprünglich kam ich wegen der General Atomics Fabrik ins Commonwealth. Ich hätte nie gedacht, zusätzlich diese Robotik-Militärbasis hier zu finden. Aber so war es nun mal und ich tat, was ich am besten konnte. Ich baute unglaubliche Roboter und wollte das Commonwealth retten. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Was verrückte Roboterfrau? Du bist also diese verrückte Roboter-Lady. Den kannte ich noch gar nicht, ehrlich. Wie dem auch sei.
Ich mach dann mal lieber wieder irgendwas. Irgendwas? Mehr Geschichte. Hey. Danke nochmal, dass du mir hilfst, das wieder in Ordnung zu bringen. Erzähl mal, wieso der Mechanist? Wie bist du da drauf gekommen? Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe diese Idee, diese Zeichnung bei einer geplünderten Karawane gefunden. Es war so eine Art Held, den sich jemand ausgedacht hatte. Es gab sogar Poster von ihm. Ich nahm, was ich finden konnte und beschloss, diesen Helden zum Leben zu erwecken. Diese Karawane konnte ich nicht mehr retten. Aber ich wurde der Mechanist, um die Hoffnung am Leben zu erhalten. All das nur aufgrund einer Zeichnung. Ich weiß, wie das klingt, aber außer den Robotern hatte ich nur Comics. Ich habe davon geträumt, ein Held zu sein. Und dann fügte sich alles zusammen. Der Mechanist schien mir der nächste logische Schritt. Ja, aber jetzt, na toll. Und jetzt ist es nur noch ein Symbol des Schreckens. Hast du gut gemacht. Gut, okay. Ich kümmere mich dann mal wieder um meinen Kram. Ich bin nur wieso so nett. Hey. Sei vorsichtig da draußen. Durch meine Modifikationen sind die Roboter ziemlich gefährlich geworden. Toll! Alles klar? Nicht schlecht, nicht gut. Ach, ich schätze, ich komme irgendwie klar. Ich hoffe, diese Roboter bereiten dir nicht allzu viele Probleme. Kann man die nicht als Begleiter mitnehmen? Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Danke. Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass du das tust. Okay, na gut. Gut, das war ja jetzt relativ easy. Na gut. Schön. Das war jetzt quasi mehr oder weniger bei The Mechanist. Aha. Jetzt also gut. Das ist hier noch schön. Da können wir irgendwie die Kampfrüstung mitnehmen. Was? Zeichen des Mechanisten? Aha. Ein Wachpottmodell. Was sind hier nicht so? Also, oh, ein Aufzeichnen des Mechanisten? Da bin ich mal gespannt. Hier hat sich also eingezogen. Das ist ja schön. Bleistift. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Nein, nein, Marvin. Alles gut, ich nehme alles mit. Aber vorher höre ich mir noch die Aufzeichnung des Mechanisten an. Danach ist sowieso für heute fertig. Willkommen zurück, Isabel. Wählen Sie bitte einen Eintrag. Eintrag 1. Test. Hoffentlich bleibt dieser Eintrag gespeichert. Ich habe endlich eines der Terminals zum Laufen gebracht. Hoffentlich habe ich mit meinem Rest der Einrichtung auch so viel Glück. Eintrag 2. Dieser Ort ist unglaublich. Ein ganzer Flügel nur für den Roboterhirn, Forschung und Entwicklung. Ich habe noch nie solche Roboter gesehen, außer in ein paar Comics. Und die Gehirne, nach all dieser Zeit sind sie immer noch gut erhalten. Ich kann es gar nicht erwarten, mich in diese Baupläne zu stürzen, selbst einen zu erschaffen. Eintrag 3. Das Potenzial der Roboterhirne scheint grenzenlos. Ich konnte ein paar von ihnen so weit verbessern, dass sie einen der einfachen Arbeiten hier erledigen können. Möglicherweise bringe ich diese Einrichtung schneller als gedacht voll zum Laufen. Eintrag 4. Ich habe eine neue Mission. Die Sicherheit des Commonwealths. Ich glaube, ich kann die Roboter hier so programmieren, dass sie in der Umgebung auf Streife gehen. Vielleicht bis zu 15 Meilen weit. Ich lag im Bett und starrte auf die Poster, die ich gefunden habe. Und da wurde mir klar, ich kann wirklich etwas bewegen. Ich werde mir die Mechanist-Rüstung auf der Zeichnung bauen, die ich gefunden habe. Eintrag 5. Der Mechanist-Anzug ist sogar noch besser geworden als erwartet. Sparks quittiert es mit einem sehr zufriedenen Piep. Ich habe ihn sogar mit ein paar Stimmverstärker ausgestattet. Seltsam, wie pflichtbewusst selbstbewusst ich mich daran fühle. Als wäre ich eine andere Person. Dafür, dass den Anzug quasi nie jemand sieht. Augenbockkapsel? Das ist ja schön. Terminal-Grafikkarte. Ja. Haben wir noch mehr Blueprints hier von hier rumliegen? Zollstock. Wer sollte einen Zollstock haben? Auch sie hat einen. Was ist noch was Zoll? Was ist das hier? Geht jetzt die Kaffeemaschine an? Oder hat die Kaffeemaschine einen Notausschalter? Ah. Oh. Oder so. Kühlgranate, Klebeband. Ich wollte mich gerade wirklich fragen, ob die Kaffeemaschine einen Notausschalter hat. Offensichtlich nicht. Oh, von dem Baum hier ist aber nicht mehr viel übrig geblieben. Aber schade, leider fährt man überhaupt eigentlich nicht zu der Geschichte von dem eigentlichen Ort, ne? Also wir wissen zwar, was hier so mehr oder weniger... Achso, da geht's wahrscheinlich wieder hoch. Ach, jetzt ist hier... Hier hat sie noch so ein Dings. Eine Mini-Atombombe. Ja, tatsächlich ihre komplette eigene Siedlung. Wie die Butterkapelle da war, was haben wir hier noch? Sicherung. Ja. Ansonsten. Sieht eigentlich, was hier also rumliegt. Also, pff. Im Prinzip auch noch ein Blueprint. Ein Scheinwerfer? Du kannst jetzt wandmontierte Scheinwerfer bauen. Ah, das ist ja toll. Vor allem diese Blaupausen, die sind doch echt schwierig zu finden. Also, ich finde, die sind nicht besonders auffällig, wenn die irgendwo rumliegen. So, die latsche einfach nur umher und guck sich Sachen an. Hier vielleicht noch ein Blueprint? Liegen die vor allen Dingen jetzt überall rum, diese Blaupausen, oder?
Na gut, wie immer sei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Fallout 4. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.